Herzlich willkommen zur dritten Lektion des Sage ERP-Kurses. In den ersten beiden Lektionen haben wir gesehen, was ein ERP-System ist und wie es die einzelnen Abteilungen Ihres Unternehmens unterstützen kann. Jetzt betrachten wir die Vorteile, die das Gesamtunternehmen aus dem ERP-System zieht. Schauen wir einmal zurück. Früher hat jede Abteilung ihre Informationen für sich gepflegt und bearbeitet. Dazu gab es Karteikarten, dicke Aktenordner oder eigene Softwareanwendungen. Niemand aus einer anderen Abteilung konnte unmittelbar auf diese Informationen zugreifen, obwohl er sie für die Rechnungserstellung, die Kalkulation oder den Kundenkontakt brauchte. Damals wurden Informationen noch per Hauspost im Unternehmen verteilt. Das übernimmt heute die intelligente Netzwerkstruktur einer ERP-Lösung. Neben vollständiger Integration ist Offenheit eine wichtige Eigenschaft. Sie unterstützt die Transparenz und Flexibilität einer ERP-Lösung. Dies bezieht sich einerseits auf die technische Offenheit für andere Systeme. Das heißt, externe Quellen oder Spezialanwendungen können eingebunden werden. Andererseits ergibt sich daraus die Fähigkeit eines Unternehmens, in internationalen Zulieferketten mit anderen Organisationen zusammenzuarbeiten. Grundlage ist hier wieder der Datenaustausch. Aufträge, Bestellungen, Rechnungen oder Bestände werden schnell und unkompliziert elektronisch ausgetauscht. Aus vollständiger Integration ergibt sich also Informationstransparenz. Diese ist speziell für Ihr Controlling wichtig. In mittelständischen Unternehmen gehört das Controlling oft zu den Aufgaben der Geschäftsführung. Einfache grafische Informationen können hier Entscheidungen unterstützen. Charts, Ranglisten oder Ampelsignale zeigen kritische, grenzwertige oder unkritische Situationen an. Ihre Geschäftsführung erkennt genau, welcher Handlungsbedarf besteht. Gleichzeitig ist Transparenz heute auch gegenüber Kapitalgebern relevant. Hausbanken fordern zunehmend auch unterjährig Informationen über den Geschäftsfortgang, inklusive absehbarer Entwicklungen. Ein Jahresabschluss reicht den meisten Banken nicht mehr aus. So kann die Bewilligung eines Kredites leicht an den Verbindlichkeiten, Außenständen und dem Auftragseingang hängen. Es ist hilfreich, wenn tagesaktuelle Auswertungen des ERP-Systems zur Verfügung stehen. Wir stellen also fest, aufgrund von Transparenz bekommt Ihre Geschäftsleitung Überblick über alle Vorgänge und Ergebnisse im Unternehmen. Gleichzeitig können Informationen verdichtet und übersichtlich grafisch aufbereitet werden. Aufgrund von Transparenz können externe Informationsinteressen leichter bedient werden. Was bewirkt Transparenz nun für die Kostenminimierung in Ihrem Unternehmen? Hohe Kostentransparenz ist speziell für mittelständische Unternehmen wichtig. Kosten entstehen in den verschiedenen Abteilungen entlang der Geschäftsprozesse. Mit einer ERP-Lösung können Sie die Kosten vollständig und strukturiert zuordnen. So lassen sich verdeckte Kostentreiber, aber auch Optimierungspotenziale identifizieren. Besonders gut für das Kostencontrolling eignen sich ERP-Systeme mit Business Intelligence-Komponenten. Diese erlauben die Analyse von Daten nach individuellen Kriterien, übersichtlich dargestellt in Business Cockpits. Neben der Transparenz steigt auch die Flexibilität Ihres Unternehmens mit dem Einsatz einer ERP-Lösung. Dies gilt vor allem für die Lieferfähigkeit. Gerade Ihre Produktion ist vor diesem Hintergrund auf transparente Daten angewiesen, denn sie ist von zahlreichen Faktoren abhängig, wie der Materialverfügbarkeit, der Maschinenbelegung und Wartungs- und Rüstzeiten, um nur einige zu nennen. Der Produktionsbereich ist daher nicht einfach mal eben so planbar. Viele Prozessschritte werden auf Wochen vorweg terminiert. Daran ändert niemand gerne etwas. Dennoch muss man immer wieder kurzfristig eingreifen und umplanen. Gründe hierfür können ein Maschinenausfall oder sich ändernde Auftragsvolumina eines wichtigen Kunden sein. Hier ermöglichen Ihnen Produktionsplanungs- und Steuerungsfunktionen eines ERP-Systems Optimierungspotenziale zu erkennen. Sie erstellen Planungsalternativen und spielen deren Konsequenzen durch. Allerdings ist auch in anderen Unternehmensbereichen Flexibilität eine wichtige Herausforderung. Umweltbedingungen verändern sich stetig, sodass ein Unternehmen sein Berichtswesen, seine Auftragsbearbeitung oder auch die Versandabwicklung flexibel anpassen können muss. Mit einer integrierten ERP-Lösung ist dies unkompliziert möglich.
Sie sehen also, durch die Transparenz eines ERP-Systems bekommen Ihr Management und Ihre Mitarbeiter alle relevanten Informationen. Ihre Unternehmenskosten werden transparent, sodass sie den Verursachern zugeordnet werden können. Verdeckte Kostentreiber lassen sich leichter identifizieren. Ihr Unternehmen kann flexibler Lieferfähigkeit garantieren und Produktionsprozesse gestalten. Für Ihr Unternehmen bedeutet das, die zentralen Vorteile einer ERP-Lösung sind Transparenz und Flexibilität. Nach diesem ersten Teil unseres ERP-Kurses wissen wir, was ein ERP-System ist, was ein ERP-System sowohl den einzelnen Abteilungen als auch dem Unternehmen im Ganzen bringt. Im nächsten Teil unseres ERP-Kurses bewegen wir uns auf Projektebene. Wie stelle ich ein Projektteam zusammen? Wie dessen Zeitplan? Wie erfasse ich bestehende Prozesse und vorhandene Systeme? Wie können Veränderungen im Unternehmen umgesetzt werden? Welche Budgets sind notwendig? Und welche Tools stehen zur Verfügung? Sie werden es sehen. Es hört sich schwieriger an, als es ist.